Im Jahr 2015 hat KATFIM mit der 13.000 Einwohner zählenden Stadt Grafing den BMBF-Wettbewerb Zukunftsstadt 2030 gewonnen. Zusammen mit der KATFIM-Tochter Virtual City Systems aus Berlin erarbeitete KATFIM mit Hilfe von Laserscan-Daten ein semantisches 3D-Stadtmodell von Grafing. Dieses Modell kann von allen Bürgern und Verantwortlichen der Stadtverwaltung über die Internetplattform Grafing Virtual City Map eingesehen und benutzt werden. Ein Hauptziel des Wettbewerbs war die Steigerung der Bürgerbeteiligung. Das virtuelle Stadtmodell ermöglicht den Bürgern, sich online zu verschiedenen aktuellen Themen zu äußern und so mit einer innovativen Methode mit der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten. Der Dialog mit der Bürgermeisterin fand unkompliziert und für alle sichtbar über eine Kommentarspalte im 3D-Modell statt. Ein weiterer Schwerpunkt der Zukunftsstadt Grafing ist, wie die Stadtverwaltung und die Bürger in Zukunft mit der steigenden Bevölkerungszahl umgehen werden. Bis zum Jahr 2030 wird mit einem Bevölkerungswachstum von mindestens 2% gerechnet. Um dies zu verdeutlichen, wurden auf dem Marktplatz provokant 3 Hochhäuser platziert, die den Platzbedarf visualisieren. Das Modell zeigt, dass die Hochhäuser eine Höhe von 100 Metern benötigen würden, um die wachsende Anzahl an neuen Einwohnern unterzubringen. Für das Neubaugebiet BayWa-Gelände hat die Stadt Grafing die neue Bebauung von Virtual City Systems in das 3D-Stadtmodell modellieren lassen. Mit Hilfe dieses 3D-Modells kann sich der Bürger die Bebauung im Kontext der Stadt bequem von zu Hause aus am Computer ansehen und eine klare Vorstellung von der Größe, Höhe und Anpassung der neuen Bebauung an die Umgebung bekommen. So trägt das 3D-Modell wesentlich dazu bei, die Bürger unkompliziert zu informieren und aktiv am Bebauungsprozess zu beteiligen. In Grafing gibt es einige Gebiete, die nicht als Bauland ausgewiesen werden dürfen. Das sind zum einen Naturschutzgebiete, die hier grün hinterlegt sind. Zum anderen sind es Gebiete, die nur mit besonderen Hochwasserschutzmaßnahmen bebaut werden sollten. So berechnet das Stadtmodell zum Beispiel Gebiete, die von einem 100-jährigen Hochwasser betroffen wären. Wie sich das Wasser ausbreitet, ist hier im Modell blau hinterlegt und zeigt sehr deutlich, welche Gebäude und Straßen in Gefahr sind, überflutet zu werden. Auch das KATFIM-Gebäude wäre von diesem Hochwasser betroffen. Das virtuelle 3D-Stadtmodell von KATFIM und Virtual City Systems ermöglicht einer modernen und innovativen Zukunftsstadt wie Grafing eine unkomplizierte Kommunikation und transparenten Dialog mit ihren Bürgern, die Beteiligung der Bürger an Bebauungsprozessen und sie erlaubt es, Prognosen für die Zukunft, wie zum Beispiel wachsende Einwohnerzahlen oder potenzielle Überflutungsgebiete, zu erstellen. Und das ist erst der Anfang. In Zusammenarbeit mit KATFIM, Virtual City Systems und den Bürgern von Grafing wird Grafing schon heute zu einer wahren Stadt der Zukunft.